Muss man mal ganz klar so stehen lassen. Oh, im Gegenzug, ich glaube, so die beschissenste Kampfmusik in einem RPG, die ich jemals gehört habe, ist wahrscheinlich aus Xenoblade Chronicles X. Die war echt furchtbar. Das war so, ja, wie soll man es beschreiben? So Mitte der 2000er Buttrock. New Metal / Buttrock Kombination, also wirklich so mal, wo man sofort Brechreiz kriegt. Und dann noch mit so total beschissenen Lyriken, die irgendwie davon singen, wenn du dir eine Rüstung kaufst, hast du mehr Schutz und bla bla bla. So wirklich, ich sag's mal, wirklich zum Fremdschämen. Oder auch Cringe, sagt man ja auch gerne, ne? Aber ja. Das ist so meine zwei Cents dazu. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach das beste Battle-Theme ist in einem RPG und das schlechteste. Vielleicht stimmt er mir zu, ich glaube eher nicht. Aber naja, könnt ihr ja mal gerne, wenn jetzt bei, ich weiß nicht, was für eine Folge das hier ist, der wievielte Part, aber falls da noch jemand zuschaut und nicht die Lust verloren hat, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber okay, so, dann haben wir gerade mal hier eine schöne neue Waffe für Arne gekriegt, die aber, oh, die sogar stärker ist. Ja, immer her damit. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey. Vor allen Dingen nicht in so einer normalen Schatztruhe. Aber, ja, sage ich nicht nein, um Gottes Willen. Warum sollte ich auch? Wäre ja blödsinnig, wenn ich es tun würde. So, Fire brauchen wir. Sollten wir auch mit unserem guten Joker hinkriegen. Naja, der haut sich erstmal selbst. So, das gefällt mir doch. Und der ist schon in Verzweiflung und gegen Licht haben sie auch noch eine Schwäche. Ja, dann hauen wir sie doch gleich mal so aus den Socken. The taste of defeat. Okay. Das ist ein Geschmack wie Rosenkohl. ja, ich hasse Rosenkohl. Ich finde, Rosenkohl schmeckt fürchterlich. Ich glaube sogar, ich würde echt sagen, fürchterlicheres Essen habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt als Rosenkohl. Boah. Naja. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Bin ich absolut kein Fan von und werde es auch nicht mehr werden in diesem Leben. Naja, interessante Kombination. Try something else. Ja. Das sind auch immer so tolle Anweisungen. Sind beide verzweifelt. Ja, dann brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr groß. Brauchen wir uns eigentlich nicht mehr groß dann auch drum kümmern. Jo. Kann ruhig gerne so weitergehen. Und ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesprochen, so von so einem kleinen Trick. Okay. Und auch von einem gewissen Gegner hier in Mementos. Und wenn ihr euch so ein bisschen sowas zusammenreimt, ich hatte das ja auch vorhin schon so ein bisschen mehr angedeutet, könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, was dahinter steckt. Ich, wie gesagt, wusste das bis vor kurzem gar nicht. Ich
habe das, glaube ich, auch schon erwähnt mit der Trophäe, ne? Oh Mann, das kommt davon, wenn man so längere Sessions spielt. Oh, eine magische Wand. Ah, klasse. Ja, gut. Sollst du durch unsere physischen Künste sterben? So, normal das Ganze, weil natürlich genau fast Haru jetzt an der Reihe ist, soll mir recht sein. Habe ich nichts dagegen. Okay. The opposition is gone. Let's proceed. Und nochmal die gleiche Kombination. Das wird jetzt wieder eine. Nee, ja, doch, scheiße. Oh Mann, das nervt. Persona! Ach, Mist. Ich dachte, vielleicht könnten wir den dann mit einem physischen Angriff noch erlegen. Das ist aber leider nicht der Fall. Aber ist ja auch jetzt nicht, dass die übermäßig viel Schaden machen. Den Boss schon so alles. Aber wir müssen jetzt auch nicht unbedingt mit den Skillpunkten aushalten, weil allzu viel ist hier ja auch nicht mehr zu tun für uns. Naja. Wind? No, Wind with Wind Attacks, nicht Wind with Wind Attacks. Schwierig sowas. So, und du bist der Letzte und yeah! So wird's gemacht, wenn Gegner nicht mit irgendwelchen magischen Wänden rumnerven. So soll's ja auch laufen. Das ist gutes Geld, was wir uns hier holen. Natürlich ist man jederzeit gierig nach mehr, ne? So, Area 7. Ja, das werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Stockwerke sein, gehe ich mal von aus. Stay focused. Ice. We are the better fighters. Use fire attacks to hit its weak. Fire and ice. Oh. Mal Arm zurück. Ah, klasse. Da kriegt der Akechi mal die volle Breitseite im Mundgeruch in die Fresse. Ja, Arne ist leider nicht aufgewacht, aber wir haben auch Feuerskills. Ja, komm, dann halt die Falle. Arm pennt weiter, können wir nur zu dritt die All-Out-Attack machen, aber es sollte reichen, um ihn fertig zu machen. Jo. Okay. Done. Let's go. Oh, da ist zwei Gegner direkt in der Nähe und der eine war etwas stärkerer. Wird wahrscheinlich dann, wenn wir diesen Kampf gewonnen haben, direkt nahtlos in den nächsten übergehen mit einer Alarmphase. Also, ja, mit Alarm oder Warnung, dass ein neuer Gegner kommt. Gehe ich mal von aus. Florida,
him! Keep it coming, Noir! He's awake and he's there. It's your turn! Right. On to the next! Persona! Villain! Villain! Ne, Lilith war das, nicht Villain. Ja, egal, wenn wir schon mal dabei sind. Der gute Villain aus dem zweiten Expendables-Film, dem meiner Meinung nach besten Expendables-Film und auch der mit dem bei weitem besten Bösewicht, weil es halt Jean-Claude Van Damme ist. Und weil er mal eben diesen jungen Penner da mal eben schön mit Stil aus dem Weg räumt. Hast du Angst vor mir? Nein, habe ich nicht. Solltest du aber. Und dann kam der Tritt aufs Messer. Ist leider nur ein bisschen... Der Endkampf ist von der einen Seite eher nur ein bisschen lahm, wie ich finde. Und zwar meine ich der von Stallone, der irgendwie nur dreimal seinen Uppercut macht und dann ist das... Und dann ihn die Kette um den Hals schmeißt und dann ist das Ding erledigt. Während Jean-Claude da seine grandiosen Spin-Kicks zeigt. Und die halt auch immer noch drauf hat. Aber ja, war leider irgendwie ein bisschen zu schnell vorbei. Aber nun ja, was soll man machen? War trotzdem ein guter Film. Weiß jetzt nicht genau, da wer sein der zweite da im Kommando. Da Jean-Claude, das ist glaube ich auch irgend so ein ehemaliger MMA-Kämpfer oder so. Ich glaube, weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß aber noch, dass er in jedem Film, wo ich ihn gesehen habe, stirbt. Okay. In Expendables 2 wird dann Kopf kürzer gemacht von Jason Statham. Und der spielt auch mit in dem Film The Tournament. Da spielt er irgend so einen komischen Russen. Und ja. Geht, aber stirbt er auch relativ früh. Also jetzt im Expendables stirbt er nicht früh, aber er stirbt halt. Vielleicht hat er so eine Serie wie Sean Bean. Der stirbt ja in ziemlich jedem Film, in dem er mitspielt. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne, außer den beiden muss ich jetzt sagen, kenne ich auch keine weiteren Filme mit dem MMA-Typen da. Ich meine aber, dass der Captain Hammer ziemlich großer Fan von dem ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann auch sein, dass ich jetzt vollkommen falsch liege. Aber naja, gut, will ich jetzt auch nicht weiter Spekulationen anheizen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie falsch sind. So, Attack abkriegen wir. Ja, okay, der Kampf ist zwar ewig nie gewonnen, aber nehme ich mal mit. Alright. Nice work. Keep it up and vamanos. Oh, Spanisch. So, da ist der nächste Ausweg. Gehen wir nochmal kurz eben zurück, die beiden Wege erkunden, die wir da jetzt noch haben liegen lassen. Inspiration is within reach. How do we increase the speed? Indem man mehr aufs Gaspedal drückt. Naja, und diese beiden Wege haben sich voll gelohnt, denn hier war nichts. I've been watching a lot of TV for Intel, but there are too many channels. Some DVRs can record all channels at once. Not that you'd have time to watch everything. Ja, wenn sie schon sagt, sie hatte nie Zeit, alles zu gucken, dann hat das wirklich keiner. I feel as though I've grown to appreciate the taste of coffee. Different beans of different flavors. Joker's the expert, right? Nein. Makoto sammelt gerade wieder Minuspunkte, indem sie sagt, sie mag den Geschmack oder sie hat gelernt, den Geschmack von Kaffee zu mögen. Nein, definitiv nein. So,
Wir haben die nächste Speichermöglichkeit erreicht. Ich glaube, jetzt könnten wir das mal in Angriff nehmen mit dem kleinen Trick, von dem ich gesprochen habe. So, speichern wir mal hier da ab, weil das kann auch gut sein, dass das mächtig in die Hosen geht. Weil der Gegner, gegen den wir antreten werden, der ist einer der stärksten überhaupt. Ungelogen. Der kann uns relativ schnell platt machen, da wir viel zu weit unterlevelt sind. Aber wir werden es mal trotzdem versuchen. Ja, die Rede ist natürlich von dem Gegner, wo wir hier warten müssen, bis der erscheint. Viele Persona-Kenner werden den auch unter dem Namen Reaper kennen. Und wir werden jetzt mal warten, bis der hier auftaucht. Da das ein bisschen Zeit braucht, werde ich mal einen kleinen Cut machen, um das nicht zu lange dauern zu lassen. So, wir hören die Ketten hier schon. Das heißt, er sollte gleich bei uns sein. Da ist er auf dem Radar und da ist unser Freund. Jetzt müssen wir hoffen, dass er den Verzweiflungszustand erreicht. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, wir sitzen ziemlich in der Scheiße und müssen so schnell wie möglich versuchen, von ihr abzuhauen. Okay. Das hat zumindest mal direkt geklappt, ohne dass er was machen konnte. Okay. So. Können wir es direkt nochmal versuchen? Und er ist wieder nicht verzweifelt. Wir hauen also erneut ab. Und das Spielchen machen wir jetzt immer so lange weiter. Entweder bis er verzweifelt ist, weil dann killt er sich selber und wir kriegen eine hohe Menge Erfahrungspunkte und Geld. Oder bis wir möglicherweise sterben. Ja. Nichts wie weg. Und so geht es immer weiter und weiter. Und das war schon wieder eine Niete. Oh shit! Oh Gott. Okay, er hat zumindest uns keinen Schaden zugefügt. Haben wir Glück gehabt, dass er sich nur konzentriert hat und unsere Feuerbeständigkeit aufgehoben hat. Soll mir recht sein. Okay. So, und der nächste Versuch. Oh, scheiße! Oh Gott. Und er darf nochmal ran und jetzt sind wir tot. Ja. Dann können wir jetzt auch mal den Game Over-Bildschirm betrachten. Ist ja auch was Schönes. Du bist gefallen, hast dein Leben verloren. Ja. Du bist tot, deine Freunde sind tot. Game over. Leider werden wir nie erfahren, wer hinter dem Ganzen gesteckt hat. So, the game is over. Ja, ja, ich weiß. What a truly foolish end. Wir gehen zum letzten Warteraum zurück. Wir werden unser Glück nochmal versuchen. Das heißt, ich werde da gleich auch dann mal wieder eine Kamera. Bis der gute Reaper wieder da ist und dann haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Let's take a break. Ah ja, da ist er schon da. Oder schon. Schon ist eine andere Sache. Oh yeah, aber diesmal haben wir tatsächlich beim ersten Mal direkt Glück. So, jetzt brauchen wir nichts weitermachen als irgendwas zu tun, bis er an der Reihe ist. Und bis er sich vor Verzweiflung irgendwann selber umbringt. Ja. Ich wusste, dass damals... Oh, was heißt damals, als ich das jetzt das dritte Mal, dass ich es durchspiele, wusste es bis vor kurzem tatsächlich noch nicht, dass das so möglich ist. Und habe mir diese Trophäe auf die harte Tour geholt, indem ich bei einem vorherigen Spielstand bis Level 99 oder fast, war
94 oder so, auf jeden Fall sehr hoch, habe ich das aufgelevelt, bis ich einigermaßen gute Chancen gegen den hatte. Und dabei geht das so einfach, wie ihr es hier seht. Ja. Dafür kriegt man 72.000 Erfahrungspunkte. Und ja, da kann man natürlich gut mit aufleveln. Wir machen jetzt mal einen Sprung bis Level 55. Also über 10 Level auf einmal haben wir uns jetzt dazu geholt. Ja. Das ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass wir dadurch natürlich Personas mit höherem Level fusionieren können. Dafür sind diese Level-Ups eigentlich mit am wichtigsten. So, haben natürlich jetzt auch einen Haufen neuer Fähigkeiten gewonnen, die wir so ein bisschen hier zuordnen müssen. Das ist wahrscheinlich so jetzt gerade das Schwierigste, was wir opfern wollen. Ja, Medium Einzelattacke können wir wegwerfen. Elec Boost 24. Ich habe nicht so scharf drauf, aber wir nehmen es mal trotzdem. Megaton Rate. Severe Damage gegen einen. Können wir Heavy Damage mit ersetzen. So, das ist für alle volle HP-Heilung. Können wir ersetzen für die Heilung für einen. Schwerer Windschaden. Ersetzen wir Medium oder... Ja, macht am meisten Sinn. Erhöht Ausweichrate und Genauigkeit. Solche Buffs sollte man echt nicht unterschätzen. So, schwerer Feuerschaden. Nehmen wir natürlich Burn Boost. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Verbrennung erteilt. Das ist auch ziemlich cool. Dann haben wir jetzt hier schwerer Feuerschaden gegen alle. Ersetzen mal den mittleren Feuerschaden mit. So, dann Yosuke als nächstes. Mann, das hört natürlich jetzt nicht auf, wenn man so viele Level-Ups auf einmal kriegt. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, nachdem ich das jetzt einmal demonstriert habe, werde ich jetzt erstmal eine Pause einlegen. Das ist doch auch schon eine Session über 3 Stunden hier am Start haben. Und ja, werde wahrscheinlich hier diesen Kampf noch ein, zweimal zusätzlich machen. Weil es Spaß macht und weil wir uns so vollkommen überpowern können, wo ich einfach mal gerade Bock drauf habe. Naja, schauen wir mal. Bla bla blub. Ja, ist ja bei den Elementarattacken die vorherigen zu übersetzen ist, zu ersetzen. Ist da natürlich klar. So, kriegt sie auch noch einen Heilskill. Das ist auch nicht mal schlecht, den wir haben. Was ist das jetzt? Ah, okay. Das erhöht die Ausweichrate gegen alle Skills, während es regnet oder während der Grippe. Jetzt nicht so interessant. In Palästen hilft uns das nicht unbedingt weiter. Ist ja auch nicht gesagt, dass wir Haru dann immer im Team drin haben. Aber okay. Oh. Schusswaffen-Skills werden erhöht. Das ist... das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. So, bei ihr müssen wir nichts ersetzen. Skillpunkte da hier im Kampf zu regenerieren ist natürlich sehr, sehr cool. Und dann haben wir zu guter Letzt dann noch Akechi. Ja, komm. Einmal hier natürlich da den stärkeren Angriff ersetzen. Tech Master, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Jemanden gefallen, komplett zu heilen, braucht er nicht. Das haben wir mit anderen schon. Okay, gut. So, dann gehen wir jetzt einmal wieder zurück und werden nochmal speichern. Und ja, ansonsten wäre es das soweit dann für diese Session erstmal. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter und kümmern uns um die restlichen Aufgaben, die wir hier
im Mementos noch erledigen müssen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit und dann sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.